Gibt es hier Follower aus der Schweiz oder Österreich? Ich habe eine gute Nachricht für Sie. China hat gestern für 6 weitere Staaten die Visafreiheit bekannt gegeben. Vom 14. Mai bis zum 30. November dieses Jahres können Bürger aus der Schweiz, Österreich, Belgien, Luxemburg, Irland und Ungarn mit normalen Pässen ohne Visum für 15 Tage nach China anreisen. Wie finden Sie das? Wir haben Leute in Österreich auch dazu befragt. Ja, alles, was die Welt besser kommunizieren lässt, kann nur hilfreich sein. Und so ist Visafreiheit natürlich eine super Sache und sollte von vielen genutzt werden. Ja, grundsätzlich denke ich, dass es gut ist, weil die Kultur, glaube ich, und die Menschen schon interessant sind. Und die Möglichkeit zu nutzen, dass man ohne Visum darüber kommt, ist sicher nicht schlecht. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, um eine neue Kultur kennenzulernen. Finde ich als Tourist super, weil ansonsten ist halt die Hürde sehr groß, dass man das Land besucht. Ich glaube, wenn man sowieso in Asien unterwegs ist, dass man dann halt einfach gerne mal einen Stopover macht für ein paar Tage und sich das anschaut. Weil ich glaube, es ist trotzdem, wenn man nicht geschäftlich in China zu tun hat, ist das halt schon ein großes Mysterium, nur das ganze Land, und sicher interessant, sich das einmal anzusehen. Ich glaube, es ist eine wunderbare Möglichkeit, China sich anzusehen, ohne großartige Probleme zu haben, denn Visas generell etwas schwierig dort sind. Ja, yeah, I really appreciate it. Ja, also ich finde das persönlich eine gute Sache, dass man da ohne Visum 14 Tage einreisen darf. Ich war selber schon mal in China, habe ein Auslandssemester in Hongkong gemacht und habe dann aber in Shanghai und Peking besucht, und es war damals ein Riesenaufwand, dieses Visum zu bekommen. Darum begrüße ich das sehr, dass es die Möglichkeit gibt, da visumsfrei einzureisen. Vor der Presse sagte Chinas Außenminister Wang Yi, dass er erwarte, dass Visumerleichterungen für Chinesen in immer mehr Ländern angeführt würden. Es gelte, gemeinsam ein schnelles Netzwerk für den kreisüberschreitenden Reiseverkehr aufzubauen und die Erholung von internationalen Passagierflügen zu beschleunigen. China hoffe, dass chinesische Bürger mehr Reisefreiheit genießen könnten und Ausländer bei ihrer Reise in China sich wie zu Hause fühlten.